Die Überschrift unseres Trades des Tages: Gold charttechnisch reif für die nächste Abwärtsbewegung. Und da spielt dann eine Rolle mit: Mensch, wenn Gold nach unten geht, dann müsste doch der Markt nach oben schießen. Und das ist er, der Dow Jones hier, US 30 hier namentlich, so wie wir ihn jetzt im Moment sehen. Und auf bestem Weg hier seine letzten Hochs hier zumindest mal anzugreifen. Und mit Blick auf den etwas längerfristigen Chart hier sogar das Allzeithoch hier bei der 27.000er Marke nochmal anzugreifen. Das soll jetzt nicht im Augenblick das Thema sein. Dazu werde ich nochmal eine Sonderausgabe schreiben, das ein bisschen auseinanderklamüsern, wie es damit zugeht oder womit wir da zu rechnen haben. Aber der Dow Jones, er ist back. Wir sehen das hier auf dem 15-Minuten-Chart, dass er nach der Abwärtsbewegung, die durchaus Möglichkeiten für mehr nach unten offen gelassen hat, das ist also durchaus nicht unrealistisch gewesen, aber spätestens nach Ausbruch hier durch diese fallenden Zwischenhochs hier nach oben ist das Thema erstmal durch. Und wir können schönerweise jedweden Dip, den wir jetzt bekommen, jedwede Bewegung, die irgendwie wieder so halbwegs wackelnd oder so, wie wir es hier haben, so ein bisschen mal runterkommt, das kann ja hier auch mal passieren zwischendurch, die können wir kaufen. Also im 5-Minuten-Chart, im 15-Minuten-Chart, vielleicht auf Stundenbasis, je nachdem, welche Zeitebene Sie toll finden, kann der amerikanische Markt da eine Menge uns bieten und wir haben da eine Menge Möglichkeiten, da vielleicht dann nochmal reinzukommen, denn der Markt, der ist aktuell mehr als stark. Wenn wir jetzt hier mal zum Beispiel gucken, der S&P 500, der ist sogar noch stärker, der hat seine letzten Hochs hier deutlich nach oben schon rausgenommen und auch hier bleibt es im Moment zumindest mal noch weiter auf der bullischen Seite. Zumindest so lange, wie alle Abwärtsbewegungen in irgendeiner Form erstmal wackelnd sind, erstmal hin und her eiern, sage ich jetzt mal, also nicht wirklich mit Power nach unten gehen, sondern wirklich erstmal dezent. Wir müssen allerdings damit rechnen, dass wir auch mal starke Rücksätze haben, denn wir sehen das hier, das lässt sich hier immer noch erkennen, der Markt hat das in der letzten Zeit durchaus häufiger schon gehabt, dass er mal schnell wieder zurückgekommen ist, auch hier zwar auch ähnliche und typische Verhaltensmuster, aber wir sehen, dass die Marktteilnehmer tendenziell nervös sind. Es ist also noch nicht so, dass sie völlig sorgenfrei sich nach hinten lehnen und sagen, wir kaufen. Aber die Nervosität, die geht ganz klar im Moment in beide Richtungen, nämlich nach unten, weil man doch Angst hat, dass vielleicht der Markt hier mal ein bisschen weiter hier nach unten kommt, einfach mal eine größere Konsolidierung haben. Dafür gibt es genügend auch fundamentale Gründe, was passieren könnte. Aber im Moment gibt es noch keine Anzeichen, dass das tatsächlich lostritt. Also insofern ist das noch zu früh. Aber auch Nervosität nach oben. Man möchte um Himmels Willen nicht schon wieder irgendeine Bewegung da verpassen. Also schon wieder einen Aufwärtsarm nicht mit dabei sein. Deshalb ist dann, wenn der Markt solche Niveaus hier nach oben eben durchstößt, der Drang in den Kauf reinzugehen, also nochmal nachzukaufen, extrem groß und dementsprechend die Schübe. Deshalb müssen wir damit rechnen, wenn der Markt wackelig runterkommt, dass diese Wackelei-Geschichte nicht besonders weit läuft, weil sobald der Markt tendenziell so ein bisschen runterwackelt, dann haben wir viele Marktteilnehmer, die sagen, oh, das ist ja nur eine dezente Marktbewegung, das ist noch nichts mit Panik. Sobald er dann ein klein bisschen wieder nach oben triggert, können Sie eigentlich davon ausgehen, oh, jetzt geht dann der nächste Schub nach oben los. Wenn ein nächster Panikschub kommt, also eine nächste Panikattacke, das heißt, der Markt etwas größer nach unten fällt, dann müssen wir natürlich abwarten, solange dann die Schübe nach unten sind, macht es keinen Sinn, die Longs-Richtung einzugehen, sondern erst, wenn der Markt dann quasi den Dreh wieder macht und dann sich hier vielleicht aufwärts und dann ein bisschen aufwärts, ein bisschen abwärts und so weiter, dann sich wieder in die andere Richtung einpendelt. Klingt kompliziert, klingt alles nach Wischiwaschi, ist aber eigentlich mit Plan, denn wir können ganz klar erkennen, immer dort, wo die Schubrichtung ist, ist das, was wir eigentlich handeln wollen. Im Moment geht die nach oben, also suchen wir Bewegungen nach oben. Warten Sie nicht auf große Rücksetzer, wenn es nur wackelt, sondern rechnen Sie damit, dass viele Marktteilnehmer sagen, oh, ich nutze die Chance, um gleich wieder reinzukommen. Nur wenn es sehr steil runtergeht, dann kann es sehr weitlaufend sein. Und deshalb muss man da dann entweder sich kurzzeitig nochmal auf die Short-Seite mitstellen als Intraday-Trader oder aber gegebenenfalls abwarten, bis dann der Anfall in Anführungsstrichen vorüber ist. Was ich Ihnen aber auf jeden Fall nochmal zeigen will, wenn ich es finde, ist Euro gegen US-Dollar, denn das sieht nicht so uninteressant aus für gleich möglicherweise. Das ist jetzt hier 5-Minuten-Basis und dann sehen wir, wir sind hier auch stark auf der Aufwärtsseite und hier oben in dem Bereich, da sieht man, dass der Markt im Moment relativ wackelig unterwegs ist. Das heißt, dass der Markt jetzt seinen Schwung verliert. Das ist so eine typische Ending-Situation. Wer gucken mag, der kann mal hier schauen, das hatten wir hier auch. Der Markt kam von unten, man sieht es jetzt hier nicht. Ich kann es mal ein bisschen hier nochmal
möglicherweise so reinscrollen. Wir sehen hier deutliche Schubbewegungen, dann ging es wackelig runter und dann hier hinten fing es an wackelig zu werden und anschließend ging es erstmal nach unten. Und so eine ähnliche Situation haben wir hier. Auch hier Schub, das ist ungefähr das, was man hier sieht. Und jetzt fängt das hier hinten an, so wackelig zu werden. Das entspricht ungefähr diesem hier. Wir müssen also damit rechnen, dass hier erstmal ein Päuschen kommt und der Markt nach unten geht mit ersten Zielen irgendwo auf hier diesem Niveau. Das ist natürlich nicht ganz so weit jetzt weg, aber achten wir mal drauf. Auch diese Marke hier ist nicht unrelevant. Da haben wir erstens eine Menge Unterstützung auf dieser Höhe. Und das wäre auch so typisch verlaufsmäßig 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht, ich weiß es nicht, ich will es nicht überdramatisieren, aber das wären durchaus mögliche Szenarien, dass der Markt da nochmal runterfällt. Aber zumindest mal vorläufig scheint die Long-Seite nicht besonders smart zu sein. Und wenn wir uns das hier etwas genauer angucken, sehen wir auch, dass das hintere Ende, dieses Teilstück hier, wo die Maus wackelt, dass das sehr dynamisch ist. Und ich bin da jetzt auf der Suche, vielleicht gleich mal hier irgendwas Wackeliges nach oben mitzunehmen, um dann die nächste Short-Seite nochmal mitzubekommen. Also, wenn es wieder so steil nach oben geht, warte ich halt noch einmal ab und nochmal ab und nochmal ab. Aber erst wenn der Schub und dann wackelig nach oben, hey, cool, dann bin ich mit dabei. Denn dann habe ich Trendrichtung nach unten, wenn auch kurz, wir sind hier im 5-Minuten-Chart und die Dynamik nach unten eben und die Counterdynamik, der Gegentrend, die ist eben wackelig nach oben und das würde das Bild untermauern. So, in diesem Sinne, jetzt habe ich lange gesprochen. Ich hoffe, das ist vorm Wochenende noch ein erfolgreicher Abschluss für Sie. Nicht das Video so sehr, sondern das, was der Markt mit Ihnen heute noch macht. Ich drücke Ihnen dafür die Daumen, wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und nächste Woche sehen wir uns wieder. Und wenn Sie mögen, gucken Sie sich den Trade des Tages an, was wir da fabriziert haben und später vielleicht die Sonderausgabe noch zum aktuellen Marktgeschehen mit ein paar Details dazu auch nochmal.